Während ganz Wien darüber diskutiert, ob man sich für die Olympischen Spiele 2028 bewerben und neue Sportstätten bauen soll, hat so mancher niederösterreichische Sportverein schon gegenwärtig ein akutes Infrastrukturanliegen. Ja, wir haben in Klosterneuburg ein eklatantes Hallenproblem seit Jahren. Wir haben keine Landesliga-taugliche Halle. Das heißt, wir tragen sowieso alle Heimspiele und unsere Trainings in Wien aus. Und wenn man uns dachte, wenn wir schon nach Wien gehen, dann gehen wir halt gleich in ein Shoppingcenter in die Lugner City, um den Sport zum Publikum zu bringen. Das Publikum nimmt diesen Event an. Mitten im Herzen Wiens, in der Lugner City, findet das niederösterreichische Landesligaspiel zwischen AS Logistik Badminton Mödling und Union Racquetlon Klosterneuburg statt. Während die Klosterneuburger in diesem Einkaufszentrum schon zum dritten Mal gastieren, ist es für das Team südlich der Hauptstadt eine Premiere. Ich finde, es ist ganz wichtig, und dass wir unsere Sportart einem noch breiteren Publikum näher bringen und damit auch sukzessive irgendwo diesen Stempel einer kleinen Randsportart loswerden. Es ist eine Randsportart, wenn man so sagen darf, und die wird im Fernsehen und im Publikum wenig wahrgenommen. Deswegen, wenn Sie da bei uns sind, haben Sie Zuschauer, die einfach zufällig zuschauen. Aber es gibt auch welche, die sagen, heute ist Badminton-Turnier, ich komme her und schauen wir es an. Und die wären sonst nicht gekommen. Und das ist der Effekt, den sie uns liefern müssen. Bevor es mit dem Duell Norden von Wien gegen Süden von Wien losgeht, bleibt genug Zeit, um darüber zu diskutieren, ob solche Events für eine Randsportart die Zukunft sind. Ja, sicher ein sehr interessanter Zugang, dass man unseren tollen Sport auch einem breiteren Publikum präsentieren kann in einer sehr interessanten Umgebung. Und ich bin mir sicher, dass bei so einer Veranstaltung, bei so einem Event wie diesen viele Leute, viele Zuschauer, der eine oder andere Lust bekommt, das auszuprobieren, und so gewinnen wir natürlich neue Sportler. Es ist für mich auch ein Vorbild für eine Aufweichung der Strukturen, die sich in den vielen Verbänden abspielen. Der Sport lebt halt von neuen Ideen, von Kreativität, und das ist eine neue Idee und die gehört meiner Meinung nach mehr unterstützt von den Verbänden. Da erwarten wir uns künftig auch mehr Unterstützung und mehr Subventionen. Zum Sportlichen. Die Mödlinger liegen vor der zweiten Playoff-Runde an der Tabellenspitze, während die Klosterneuburger lediglich den Tagessieg als oberste Ambition haben. Wir sind im oberen Playoff, können aber nicht mehr Meister werden, können auch nicht absteigen. Das heißt, wir spielen im wahrsten Sinne des Wortes fürs Publikum. Das erste Herrendoppel bestreiten in Blau die Mödlinger Petzold-Zirch gegen Nemeth Weinwurm für Klosterneuburg. Schon der erste Satz ist heiß umkämpft. Lange Ballwechsel und viele Tempowechsel ergeben ein knappes Spiel. Satz 1 geht mit 21:18 an die Mödlinger. Im zweiten Durchgang können sich die Klosterneuburger zurückkämpfen und mit 21:17 ausgleichen. Im Entscheidungssatz setzt sich der Favorit aber mit 21:15 durch. Im darauffolgenden Herren-Einzel muss wieder Christoph Sirch ran. Er trifft auf Joey Schubert, der zwar das Zeug zum Ausgleich hat, aber an diesem Tag chancenlos bleibt. Sirch siegt mit 21:14 und 21:17 schlussendlich ziemlich klar. Die 2:0-Führung für Mödling bringt im dritten Spiel Andi Höchtel seitens der Klosterneuburger schon unter Druck. Doch auch er kann gegen Thomas Petzold nicht die Kastanien aus dem Feuer holen. Zwar versucht er durch ein variables Spiel den Rhythmus seines Gegners zu brechen, doch Petzold hat auf jeden Ball eine Antwort. Am Ende gewinnt er zu 15 und zu 13. Höchtel war scheinbar mehr mit den Gegebenheiten als mit dem Gegner beschäftigt. Von den Lichtverhältnissen sehr, sehr schwer. Du siehst den Ball viel zu spät. Es blendet ein bisschen alle Lichter und von daher ist es nicht leicht. Die 3:0-Führung freut hingegen den Mödlinger Sponsor. Ich persönlich habe auch früher immer Sport gemacht und habe eine sehr besondere Beziehung zu Badminton. Mein Vater war ein sehr guter Spieler und ich spiele es auch noch. Irgendwo aktiv, auch nicht mehr so gut, aber es ist halt die Sportart meines Herzens.
Mit Herz sind auch die Damen bei der Sache. Agata Doriskiewicz ist eine von drei Klosterneuburger Legionären und wird ihrer Favoritenrolle im Duell gegen Sarah Kuchler gerecht. Mit einem schnellen und kraftvollen Spiel lässt die Bohlin der jungen Mödlingerin keine Chance. Klosterneuburg schreibt somit an. Lukas Stöberl und Ernst Liska müssen im zweiten Herrendoppel nun dafür sorgen, dass die Klosterneuburger Aufholjagd gleich wieder gestoppt wird. Ihnen gegenüber Andi Höchtl und Lukas Trojan, die dafür sorgen, dass es ein zerfahrenes Spiel wird. Lange Zeit können sie dieses Duell offen halten, am Ende aber das gewohnte Bild. Beherzt gekämpft, doch der Favorit hat sich durchgesetzt. Für den Routinier Ernst Liska ein besonderer Moment. Der Court ist ausgezeichnet präpariert, das Licht ist noch ein bisschen verbesserungswürdig, aber im Anbetracht der super tollen Kulisse hier kann man sich freuen, hier zu spielen. Beim Stand von 4:1 für Badminton Mödling liegt der Druck nun auf Verena Kirchsteiger und Agata Doroskiewicz. Sie müssen gewinnen, um Klosterneuburg noch im Spiel zu halten. Gewinnen allerdings Karin Steinbichler, Sarah Kuchler, ist das Duell entschieden. Bis zum Ende ist es eines auf Augenhöhe, doch mit viel Kämpferherz und dem etwas klügeren Spiel in den entscheidenden Momenten können Steinbichler Kuchler den Sieg vorzeitig besiegeln. Somit verkommen die letzten zwei Spiele zum Schaulaufen vor dem Publikum. Und hier scheint bei den Mödlingern die Luft draußen zu sein. Im abschließenden Herren-Einzel unterliegt Lukas Stöberl Andras Nemeth 9:21 und 12:21, während das Mixed-Doppel über drei Sätze geht. Stefan Weinwurm und Maja Muschinska kämpfen Karin Steinbichler und Ernst Liska nieder und können am Ende noch Ergebniskosmetik betreiben. So sind am Ende wieder einmal alle zufrieden und selbst der niederösterreichische Landesverbandspräsident geht dank dieses Eindrucks voll motiviert in die Zukunft. Als nächstes gehen wir mal den Nachwuchssport intensiv ein bisschen an. Es ist geplant, dass wir gemeinsam im ÖBV ein Leistungszentrum aufbauen werden bzw. regional verteilen werden. Das ist im Eins, auf einer Seite ist es St. Pölten, das wir mehr bestücken wollen. Es sind zwei Spieler bereits dort, das werden wir stärker fördern. Das nächste ist das Leistungszentrum mit Pressbaum und Mödling zusammen, um den Nachwuchs zu fördern und entsprechend Spitzensport zu erlauben in naher Zukunft. In naher Zukunft hat also Niederösterreich Leistungszentren für Badminton, Wien vielleicht Olympische Sommerspiele und die Lugner City womöglich einen fixen Badminton-Court.